Servus zusammen, im heutigen Video geht's weiter mit unserem GHL Aquariencomputer. Letztes Mal haben wir ja euch die grobe Erklärung darüber gebracht, was der alles kann. Und heute gehen wir mal drauf ein, was wir jetzt alles dabei haben, was man damit messen kann und so weiter und so weiter. Viel Spaß beim Video. Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. So, dieses Video wird jetzt wieder ein bisschen spezieller und technischer, aber wir sind in der Vorbereitung, damit wir dann unseren GHL Aquariencomputer in unseren Unterschrank integrieren können. Und da ist mir einfach wichtig, dass ich euch noch ein paar Sachen mit auf den Weg gebe, denn ich kenne das von mir, man schaut manchmal irgendwelche Videos an und hört dann pH oder R oder keine Ahnung was und hat aber selber keine Ahnung, was das Ganze bedeutet. Ist mir sehr wichtig. Mir ist es nämlich am Anfang genauso gegangen. Wir haben auch alles gegoogelt, nachgelesen und alles kontrolliert und alles geschaut, damit wir euch das erklären können, denn das ist mir persönlich sehr wichtig. Wir fangen mal kurz an, was jetzt bei unserem Set nochmal dabei war. Und zwar geht es als allererstes mal um die Kalibrierlösungen. Da habt ihr für jeden Sensor eines dabei, außer für den pH-Sensor habt ihr zwei dabei. Da müsst ihr dann immer schauen, an welchem pH-Wert ihr näher drankommt und diese Kalibrierlösung müsst ihr verwenden. In der Beschreibung steht drinnen, man sollte jedes Monat diese Sensoren, die Elektroden reinigen und auch kalibrieren. Da sind die kleine Probepackungen, sage ich mal, für euch dabei. Ihr könnt diese in großen Literflaschen, habe ich gesehen, auf der Internetseite auch nachkaufen, weil natürlich irgendwann wird das Ganze dann so verdünnt sein, dass ihr es nicht mehr hernehmen könnt. Erst einmal zu diesem Thema. War mir sehr wichtig. Ich stelle mal aus dem Bild raus. Dann fangen wir an mit R, Redox. So, Redox ist nämlich für mich ein ganz interessanter Wert gewesen, denn man liest überall Redox im Meerwasser, man liest, dass es viele Sensoren davon gibt, aber es wird nirgendwo richtig erklärt, was dieses Redox eigentlich in eurem Meerwasser-Aquarium oder in eurem normalen Aquarium misst. Und da haben wir jetzt echt lang rumgesucht und lang diskutiert, was es eigentlich ist. Es kann gern auch bei mir jetzt ein Fehler passieren. Wenn ja, bitte korrigiert es mir und schreibt es unten in die Kommentare, denn wie gesagt, wir haben es auch nur im Internet alles rausgeforscht und das möchte ich euch jetzt mitteilen. Und zwar der Redox ist ein Wert, der misst euch den Wert im Meerwasser oder auch im Süßwasserbereich und zeigt euch an, wenn das Wasser, sage ich mal, zu dreckig wird. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Überfütterung stattfindet von den Fischen und ihr zu viele Schadstoffe im Becken habt, seht ihr das an diesem Redox-Wert, dann ist er erhöht. Und es zeigt euch auch an, dann natürlich den Sauerstoffgehalt, wie das Ganze zusammenpasst. Im Süßwasserbecken ist es ganz interessant, haben wir vorhin durchgelesen, ist es zum Beispiel so, wenn du jetzt zum Beispiel einen Dünger ins Aquarium reinsetzt, dann sinkt dieser Wert. Und dann nach einer Viertelstunde fängt er wieder an zu steigen. Das ist ganz klar, da dieser Wert ja durch auch durch Sauerstoff erhöht wird. Und dann steigt natürlich auch dieser Wert, da die Pflanzen nach der Düngephase anfangen wieder natürlich viel mehr Sauerstoff produzieren. Und da ist eben so ein Wert dabei, ich habe ihn gerade nicht im Kopf, von bis kann ich auch gern unten einblenden. Und in diesem Wert solltet ihr sein. Und da seht ihr dann auch dran, dass man, oder merkt ihr, wenn der Wert erhöht ist, dass man eben frühzeitig eingreifen kann, um größere Schäden zu verhindern. Finde ich ganz interessant. Wie gesagt, es kann uns genauso ein Fehler passieren bei dieser Erklärung. Wenn ja, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare und wir werden dann eventuell, wenn wir wirklich einen Riesenfehler gemacht haben, nochmal ein Video drüber machen und euch das genauer erklären. Dann als nächstes der Sensor dabei, ein pH-Sensor. Der pH zeigt euch den Säuregehalt in eurem Aquarium an. Ihr redet immer Meer und Süßwasser, weil dieser Computer auch natürlich für Meer und Süßwasser verwendet werden kann. Dann haben wir als nächstes, ich muss schon rauschen, welchen wir haben, und zwar, jetzt bin ich aus dem Ding, wie er heißt, auf jeden Fall könnt ihr mit dieser Elektrode euren Salzgehalt im Becken messen. Ich habe gerade den technischen Begriff nicht im Kopf.
Salinität, genau. Entschuldigung, mit dem Sensor können Sie die Salinität überprüfen. Dann als letzter Sensor, der noch dabei ist, ich hole den mal raus, damit wir alle da liegen haben. Und zwar ein digitales Thermometer. Schaut so aus, ist immer aus Kunststoff. Und ihr seht schon, ist euch vielleicht gerade vorhin aufgefallen, ist mir nämlich auch aufgefallen, ihr wollt wissen warum. Und zwar ist da vorne so eine Schutzkappe drauf. Mit einer gewissen Flüssigkeit. Sieht man das, dass da Luftblase drin ist? Auf jeden Fall ist da Flüssigkeit drinnen. Bei diesem Salzmessgerät ist vorne ganz normales Osmosewasser drinnen, denn diese sollten vorne immer feucht bleiben und auch natürlich zum Schutz ist es so konstruiert. Ganz wichtig. Genau, was ich noch sagen wollte, nicht bei diesem, bei dem ist es nur für den Schutz. Und dann gehen wir weiter zu den anderen zwei Elektroden. Wir haben im ersten Video schon mal diese Elektroden rausgeholt und da ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, dass die ganz, ganz komisch verpackt sind. Und zwar sind die in so einer richtig extremen Schutzhülle verpackt, sage ich mal, mit einer Flüssigkeit drinnen. Erstens mal geht es da auch um den Schutz natürlich. Dann sollten diese Sensoren nie trocken sein. Wenn diese Sensoren trocken sind, wie zum Beispiel jetzt beim pH, dann müsst ihr diesen Sensor 24 Stunden in eine pH-Lösung wieder eingetaucht lassen, damit das Ganze wieder funktioniert. Und bei diesen Dingern ist es ganz wichtig, man sollte sie nicht in Osmosewasser lagern. Ganz wichtig. Holen wir mal den einen raus und dann den zweiten auch noch. Es ist immer bei jedem Sensor, falsch ausgedrückt, bei den Sensoren, bei den verschiedenen, sind immer spezifisch Anleitungen dabei. So wie zum Beispiel bei dem Redox und beim pH ist eine spezielle Anleitung dabei. Wie das Ganze montiert wird, wie das Ganze funktioniert, wie man das montieren darf nur, man sollte das Ganze nur senkrecht montieren. Und da ist es zum Beispiel auch so, die sollte man vorsichtig reinigen. Da werden wir vielleicht einmal ein Video drüber machen und solltest die warten. Denn umso länger ihr da drauf schaut und sie sauber haltet, umso länger halten diese Dinge auch. Klar, das Ganze ist ein Verbrauchsprodukt. Das heißt, irgendwann wird es soweit sein, dass ihr sie austauschen müsst. Das ist nämlich wieder genauso verpackt und ganz wichtig, was man noch sagen darf, muss, ihr sollt jetzt nie mit den Fingern unten in den Sensor reingreifen und mit dem Ganzen vorsichtig umgehen. Das heißt, nirgendwo anstoßen, sondern wirklich am besten wie eine Feder behandeln. So schaut das Ganze aus. Dann hat sie mit dabei noch natürlich ein USB-Kabel, um das Ganze dann mit zum Programmieren, um das Ganze dann an euer Netzwerk anzuschließen. Aber ich habe gesagt, wir gehen jetzt mal rüber ans Aquarium. Wir werden mal alles verkabeln, die Sensoren einbauen. Dann werden wir das Ganze an unseren Computer anschließen und dann quatschen wir nochmal drüber. Bevor wir jetzt rüber gehen und das Ganze einbauen, möchte ich euch noch was dazu sagen, denn es steht in der Beschreibung drinnen, sie empfehlen das Ganze vor dem ersten Gebrauch zum Kalibrieren. Das heißt, wir werden es jetzt so machen, wir werden das Ganze verlegen, werden das schon ins Aquarium reinstecken, damit sie ja nicht trocken werden und dann werden wir das Ganze kalibrieren. Das werden wir auf jeden Fall zusammen machen am Computer. Und ja, wir haben uns da ganz was Spezielles einfallen lassen. Seid gespannt, was wir da selber gebaut haben.
Der erste Schritt ist getan. Wir haben die Kabel verlegt, den Computer eingebaut an die Stelle, wo er hingehört. Der einzige Sensor, der schon im Becken hängt, ist der Temperatursensor. Die anderen Sensoren hängen noch draußen, denn wir brauchen das Programm, um diese Sensoren zu kalibrieren. Deswegen werde ich das jetzt abfilmen. Wir werden das jetzt gemeinsam durchgehen, wie man diesen Aquariencomputer in euer Programm einfügt und wie man das Ganze kalibriert. Schauen wir mal, ob es funktioniert mit meinem neuen Windows. So, ich hoffe, dass das Ganze funktioniert jetzt. So, wir starten mal mit, warum das so flackert. Machen wir Stopp. Ich habe es jetzt geschafft, hat da kurz Unterbrechung gegeben, ich habe ein neues Programm runterladen müssen. Aber jetzt kriegen wir es hin. So, als allererstes starten wir die Control Center Programm. Da kommen zuerst zwei Hinweise mit eben Infos über GHL. Dann seht ihr diesen Startbildschirm. Und bei diesem Startbildschirm kann man jetzt ein neues Gerät hinzufügen. Entweder da eine neue Verbindung erstellen oder eben in dem großen Bereich da eine neue Verbindung stellen. Dann gehen wir auf unser Gerät drauf. Verbindungsname Hawaii 3.0. So heißt unser Aquarium. Und dann tun wir mal auf Speichern. So, ihr seht jetzt diesen Startmonitor. Auf der linken Seite unten haben wir jetzt unseren GHL-Computer. Wenn man da doppelt draufklickt, ladet das System und wir können gleich auf den zugreifen. Da habt ihr die ganzen Daten, eure Seriennummer, euren Typ, die Sprache, die Freeware-Version und ob ihr auf der aktuellen Freeware seid. Darunter findet ihr noch die Uhrzeit, da könnt ihr das Ganze mit eurem PC verbinden sozusagen, dass die gleiche Uhrzeit und Datum übereinstimmt. Und an der unteren Seite findet man noch das GRL-Logo zum Beleuchten, finde ich ein ganz cooles Gimmick. Denn wie bei uns zum Beispiel ist er ja im Schrank verbaut, das heißt man sieht oben das Logo nicht und somit können wir uns da noch ein bisschen Strom sparen. Und wenn ihr zum Beispiel da was verändert habt, könnt ihr oben links auf Änderung speichern klicken. Dann übernimmt ihr das Ganze auf euren GRL-Computer und es ist gespeichert. So, nur mal ein kleines Intro zu dem Ganzen, sagen wir mal so. Ihr könnt da auf Regelung gehen. Auf der Regelung seht ihr eure ganzen Messwerte. Dann auf Sensorübersicht. Und da habt ihr in einem Blick eure ganzen Sensoren, die jetzt im Aquarium verbaut sind. Verbaut ist bis jetzt nur einer. Wir haben 25,9 Grad unten im Technikbecken drinnen. Wenn wir jetzt unseren pH-Wert zum Beispiel kalibrieren möchten, geht das ganz einfach. Wir klicken auf den pH drauf und dann steht da unten Kalibrieren. Das heißt, wir stecken unseren Sensor jetzt zuerst in die Kalibrierflüssigkeit, drücken dran auf Kalibrieren und somit wäre das Ganze geschafft. Das machen wir jetzt und dann schauen wir mal, was unser Aquarium für Werte hat. So, wir sind jetzt fertig mit Kalibrieren. War ein bisschen tricky, da meine Frau bei den Sensoren war und ich da. Aber es ist wirklich nicht, es ist überhaupt nicht schlimm, denn wenn ihr irgendwo reingeht und aufs Kalibrieren drückt, wird euch genau erklärt, was ihr tun müsst. Das Einzige ist, beim pH müsst ihr unten die Kalibrierdaten verändern, den Wert 1 auf 7 und den Wert 2 auf 9, je nachdem, was ihr für eine Kalibrierflüssigkeit mitgeliefert bekommen habt. Ganz wichtig, drauf schauen. Sonst funktioniert das wirklich gigantisch, muss ich sagen. Wir haben so die Werte schon circa, wie sie sein sollen. Und zwar die Temperatur, seht ihr ja, 25,9 Grad bis 26 sollte man. Das heißt, wir sind da perfekt im Rahmen. Beim pH sind wir bei 8,01. Brauchen würden wir unser perfektes Ergebnis wäre 8,2. Aber da sind wir auch nicht im Rahmen, weil es sind glaube ich 7,9 bis 8,4. Irgendwie sowas. Und bei uns ist es gerade am Abend, ihr seht es, wir haben 21.27 Uhr und das kann sich natürlich von früh bis abends immer leicht ändern. Beim Redox bräuchten wir einen Wert zwischen 150 und 200
Und ihr seht, es steigt langsam. Wir haben angefangen vorhin bei 99 und klar, das dauert ein bisschen, bis die Messdaten stimmen. Wir steigen die ganze Zeit auf und es schwankt da immer ein bisschen, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Beim Leitwert kann ich mal kurz reingehen, ist mir sehr interessant, da kann man nämlich einige Sachen umstellen, denn wir messen jetzt in MS, das heißt wir haben 51,1 MS und brauchen tun wir 53, das heißt wir sind im Salzgehalt etwas zu gering. Kann aber gut sein, da wir gestern einen großen Wasserwechsel gemacht haben und heute eigentlich noch am Plan gestanden wäre, eben ein Salzgehalt messen. Ihr könnt es aber da unten in der Leiste, wo ihr Anzeige MS, könnt sie auch umstellen auf PSU. PSU ist der normale Wert, was ihr euch zum Beispiel in dem normalen Glaszylinder Salzwert, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, Aerometer, genau, wo euch das angezeigt wird. Und da haben wir 33,6. Aber wir haben vorhin nachgelesen, mit dem MSU ist man etwas genauer und deswegen lassen wir jetzt auf dem Wert MSU. Es ist wirklich super geil aufgebaut, ich werde es nicht speichern, denn ihr habt da alles in einem Blick. Und ja, was das Programm noch so kann und was wir noch so alles machen können mit diesem Teil, werden wir uns auf jeden Fall im nächsten Video anschauen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, ich weiß, wir können nicht alles immer so beantworten, weil jemand vielleicht irgendein anderes, einen anderen Blickwinkel hat und vielleicht was anderes wissen will. Wir haben jetzt die Sachen von uns, was für uns am wichtigsten sind, probiert euch zu erklären. Dann schreibt es uns unten in die Kommentare und wir probieren euch das zu beantworten. Wir sind schon wieder am Ende. Das heißt, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr wissen wollt, wie das da alles weitergeht, solltet ihr den Kanal abonnieren, denn das nächste Video folgt auf jeden Fall. Wir sagen schon mal danke fürs Zuschauen, wir verlinken euch GRL unten und ein Aloha von mir und bis zum nächsten Mal.